Hallo und herzlich willkommen bei Thomas kocht. Wir backen heute wieder mal Pizza. Wer meinen Kanal kennt, weiß, dass ich sehr gerne Pizza backe. Ich zeige euch heute mein bisher bestes Rezept. Einen Pizzateig, dazu machen wir noch eine Pizzasauce. Und ich zeige euch, wie ich meinen Teig zu Hause auf einem Pizzastahl backe. Denn damit habe ich bisher das beste Ergebnis für mich erzielt. Wenn ihr diesen nicht zu Hause habt, könnt ihr auch die Pizza auf einem Blech backen oder auf einem Pizzastein. Das funktioniert natürlich auch. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Für unsere Pizza brauchen wir natürlich als erstes mal ein Mehl. Ich habe hier ein Weizenmehl Typ 405 genommen. Natürlich könnt ihr auch ein spezielles Pizzamehl nehmen. Das hat einen etwas höheren Eiweißkleberanteil. Dadurch wird die Pizza elastischer, aber es geht meiner Meinung nach hiermit sehr gut. Oder auch ein Typ 550. Dann Salz, 12 Gramm. Frische Hefe, 2 Gramm. Ja, das müsst ihr nicht genau abwiegen, das entspricht etwa so der Größe einer Fingerkuppe ungefähr. Und Wasser, 300 Gramm. Ich wiege mein Wasser immer ab, das ist deutlich genauer. Das muss ja auch nicht warm sein, das reicht kaltes oder Zimmertemperaturwasser. Als erstes geben wir mal die Hefe in das Wasser und lösen die auf. So, ihr könnt den Pizzateig natürlich auch mit Trockenhefe machen. Dann braucht ihr etwa ein Drittel von dem Gewicht. Bei 2 Gramm frischer Hefe ist das natürlich schwer abzuwiegen. Dann macht ihr wirklich einfach eine ganz kleine Menge. So ein Viertel Teelöffel reicht da schon. Genauso vorher im Wasser auflösen und dann genauso verfahren wie mit der frischen Hefe. So, dann gebe ich erstmal mein Salz in das Mehl. Vermische das schon mal ganz gut, damit sich das schon mal verteilt. Das Wichtigste beim Pizzateig ist, dass der Pizzateig gut geknetet wird. So, ihr könnt das in der Küchenmaschine machen oder von Hand. Wir machen das heute von Hand. Funktioniert beides. Und dann geben wir das Mehl erstmal nach und nach da rein. Gibt es auch verschiedenste Möglichkeiten. Ihr könnt auch alles auf einmal reinmachen. Besonders wenn ihr es mit der Maschine macht, schmeißt einfach alles auf einmal rein. Von Hand ist das eigentlich ganz praktisch, denn das macht den Teig leichter zu kneten. Und dieses Klebereiweiß kann sich besser entwickeln. Ich habe also einfach ein bisschen weniger Arbeit, wenn ich das so mache. Kneten ist übrigens eine sehr entspannende Aufgabe. Ich werde übrigens ständig gefragt, ob ich eine spezielle Arbeitsoberfläche hier habe. Nein, das ist eine ganz gewöhnliche Küchenarbeitsoberfläche. Ich weiß nicht mal, was für Material das ist, aber es ist nichts Besonderes. Also es ist einfach das, ich glaube, so das Standardmaterial, was man eigentlich in jeder Küche mehr oder weniger hat. So, kneten ist das A und O bei der Pizza oder auch bei Brotteigen zum Beispiel. Zieht den Teig immer schön lang mit dem Handballen, spart hier nicht. Am Kneten. Das Kneten ist wirklich wichtig, wenn ihr eine schöne Pizza haben wollt. Denn dadurch entwickelt sich eben dieses Klebereiweiß. Und das Klebereiweiß sorgt eben dafür, dass der Pizzateig vernünftig aufgehen kann. Dass die Gasbläschen quasi in dem Teig gefangen werden. Solltet ihr mindestens 5 Minuten, eher 10 Minuten wirklich schön durcharbeiten. So, nachdem ihr eine Weile ordentlich geknetet habt, schaut der Teig dann irgendwann ganz, ganz weich aus. Das hat jetzt hier in meinem Fall tatsächlich 10 Minuten harte Arbeit gekostet. Ich habe den Teig jetzt in eine kleine Schüssel getan. Ihr könnt den leicht ausölen, muss aber nicht sein. Und ansonsten ist wichtig, dass ihr ihn luftdicht abdeckt. Ich nehme jetzt hier eine Klarsichtfolie. Natürlich geht auch eine Schüssel mit Deckel. Wichtig ist wirklich, dass keine Luft dran kommt, damit der Teig nicht antrocknet. Den lassen wir jetzt so erstmal 2 Stunden bei Zimmertemperatur stehen. So, der Teig stand jetzt 2 Stunden bei Zimmertemperatur. Er ist ein bisschen aufgegangen, aber natürlich nicht sehr viel. Und genau das soll er auch gar nicht. Denn der Teig soll schön langsam aufgehen. So, jetzt teilen wir ihn in 4 Portionen. Dafür gebe ich ein kleines bisschen Mehl oben drauf. So, das könnt ihr könnt es mit der Waage machen. Ich teile mir das jetzt hier einfach
Pi mal Daumen etwa 0, so kommt ihr ungefähr mit dem Gewicht hin. Also ihr bekommt hier 4 Kugeln a 200 Gramm raus. Jetzt müssen wir den nur noch rund formen. Das geht ganz easy. Mal ein kleines bisschen Mehl. Und dann ziehen wir den Teig in die Mitte und drehen ihn dabei immer. So bekomme ich eine schöne, runde, glatte Außenfläche hin. Fertig. So, ich gebe jetzt auf so ein Blech ein bisschen Mehl. Die lasse ich, auch hier oben ein bisschen Mehl drauf. Die wandern jetzt in den Kühlschrank. Und die werde ich erst morgen backen, nach etwa 24 Stunden. Es ist wichtig, dass wir den Teig gut abdecken mit Folie, damit der nicht antrocknet. Deswegen auch oben ein bisschen mehlieren. Und ihr könnt auch, kleiner Trick, hier auf die Folie so ein bisschen Mehl drauf machen, das hilft auch. Es ist aber auch gar nicht tragisch, wenn der ein bisschen klebt. So, und das gleiche mache ich mit den anderen. So, ich werde meine Pizza heute auf diesem Pizzastahl backen. Den hat mir Julia von der Firma Gometrix zugeschickt. Vielen Dank dafür. Das ist ein super solides 8 mm dickes Stück Stahl. Wirklich ganz, ganz schwer. Das wiegt 7,5 Kilogramm. Also es täuscht wirklich. Das Ding ist wirklich massiv. Und das hat den Vorteil natürlich im Gegenzug zu einem Pizzastein, dass er die Hitze noch besser speichert und sie noch viel besser an eure Pizza oder natürlich auch an euer Brot abgibt. Außerdem könnt ihr diesen Stein, was auch sehr cool ist, zum Beispiel auf die Herdplatte auch machen. Funktioniert auch mit Induktion. Und könnte darauf zum Beispiel Pfannkuchen machen, Steaks braten. Deswegen hat er hier auch diese Ablaufrinne. Also wirklich sehr durchdacht. Gibt es auch in rund. Ich habe mir extra den eckigen bestellt, damit ich da eben auch mal Brot drauf backen kann. Und ist einfach für mich ein bisschen universeller. Unten habe ich euch diesen Stein auch nochmal verlinkt. Die Firma sitzt in Süddeutschland. Hergestellt werden die in Oldenburg. Das ist eine schöne kleine Firma. Kann ich wirklich weiterempfehlen. So, unsere Tomatensauce geht super einfach. Dafür habe ich hier eine Dose Dosentomaten. Eine gute Qualität. Ich kann euch hier wirklich die von Mutti zum Beispiel empfehlen. Etwas frischen Basilikum, Salz, frisch gemahlener Pfeffer und das war auch schon alles. Wenn ihr jetzt eine Pizza Margherita mit frischem Basilikum auf der Pizza macht, braucht ihr in die Soße natürlich nicht unbedingt noch welche reingeben. Ich tue es jetzt aber trotzdem. Ich habe schon verschiedenste Varianten ausprobiert, mit Zwiebeln anschwitzen etc., Knoblauch dazu. Die beste Variante war auch die einfachste bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, mit Abstand die beste. Und zwar wirklich einfach nur die Tomaten mit Salz und Pfeffer und eben dem Basilikum. Einmal kurz aufmixen. Fertig. Ist eure Tomatensauce, mehr braucht ihr gar nicht. Als Pizzakäse nehme ich gerne Mozzarella. Da müsst ihr auch gar nicht die teure Büffelmozzarella nehmen. Eine ganz normale, günstige Mozzarella ist perfekt dafür, denn die ist auch ein bisschen fester. Und die hacke ich einfach ein bisschen grob zusammen. Ihr könnt die Mozzarella einfach auch mit der Hand zerpflücken, auch das ist gut so. Müsst ihr gar nicht schneiden. Und dann gebe ich den, kleiner Trick, kurz hier auf so ein Küchentuch mit drauf, denn je nachdem, was für einen ihr da verwendet, kann da noch relativ viel Feuchtigkeit drin sein und die wollen wir nicht unbedingt auf der Pizza dann haben. So, das ist mein Pizzateig am nächsten Morgen. Ich habe den jetzt vor einer Stunde aus dem Kühlschrank geholt, dass der schon so ein bisschen auf Zimmertemperatur kommt. Ist wunderbar aufgegangen. So, da geben wir jetzt oben noch ein kleines bisschen Mehl drauf. So, ich benutze jetzt für die Pizza ein bisschen Mehl. Und was ihr auch nehmen könnt, nachher für den Pizzaschieber,
ist so ein bisschen Hartweizen kriegst, dann rutscht das nämlich besser. Ist kein Muss, aber macht die Sache einfacher. So, erstmal ein bisschen großzügig Mehl auf die Arbeitsfläche. Und dann nehmen wir unseren Pizzateig hier vorsichtig runter. So, auch hier wieder vorsichtig die Luft in den Rand drücken. Ihr werdet mit jeder Pizza besser werden. Also so geht es mir auch. Jedes Mal, wenn ich wieder Pizza backe, verbessere ich mich um einiges. Darauf geben wir jetzt unsere Tomatensauce. Ungefähr eine Kelle, je nachdem, wie groß eure Pizza ist. Also so das Maß für napolitanische Pizza liegt, glaube ich, zwischen 180 und 250 Gramm. Wir sind jetzt hier irgendwo in der Mitte mit 200. So, darauf kommt dann unser Mozzarella. Wichtig ist, dass euer Ofen jetzt schon richtig vorgeheizt ist. Ich habe den Pizzastahl jetzt schon 20 Minuten bei maximaler Hitze, Ober-Unterhitze im Ofen. Und die letzten 5 Minuten stelle ich nochmal den Grill ein, dass er wirklich ganz, ganz heiß wird. Ich werde jetzt zwei Varianten backen. Bei der einen, jetzt machen wir ein bisschen Olivenöl noch drauf, bei der einen gebe ich den Basilikum nach dem Backen drauf und bei einer backe ich ihn direkt mit. So, hier diese Version machen wir direkt mit Basilikum. Wenn ihr einen Stahl verwendet, geht das wirklich schnell. Das heißt, ihr könnt das ruhig mit Basilikum backen. So macht man das eigentlich in Napoli auch. Denn dann habe ich den Geschmack gleich mit drin. Schmeckt das Ganze deutlich intensiver. So, ich habe jetzt hier meinen Pizzaschieber. Darauf gebe ich so ein bisschen Hartweizengrieß. Ja, die könnt ihr da ruhig auch drauf ziehen. So, und jetzt geht's ab in den Ofen. So, das ist die erste Pizza nach 4 Minuten. Sehr, sehr schön ist sie schon geworden, würde ich sagen. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Ja, ein richtig schöner Teig. Ist nicht so hart geworden, wie manche Pizzateige werden. Also der hier ist schön wie eine napolitanische Pizza. Sehr, sehr schön. So, die Pizza, die wandert jetzt so, wie sie ist, in den Ofen und das Olivenöl gebe ich in dem Fall danach drauf. So, die war auch wieder 4 Minuten drin. Also ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert von diesem Stahl. Mit einem Pizzastein habe ich bisher fast 8 Minuten gebraucht für die Pizza. So, ich gebe jetzt hier mein Olivenöl nachher drauf. Kleines bisschen. Und dann legen wir unseren frischen Basilikum drauf. Optisch ist das natürlich ein bisschen schöner als die erste Variante. So, jetzt schauen wir uns die Schönheit auch noch von innen an. Richtig, richtig schöner Pizzateig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. In dem Fall freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch.
Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt, denn dann verpasst ihr auch keines meiner Videos mehr. Und schaut euch auch am Ende meine Videoempfehlungen noch an. Und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao.